Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen neuen Waffenshop für euch als MLO. Und ja, ich würde sagen, den gucken wir uns auch jetzt gleich an. Wir schauen erstmal, wo sich der denn befindet. Der befindet sich hier. Und ja, hier sieht das Ganze dann so schon an der Tür aus. Ziemlich schick gemacht, habe ich mir schon gerade eben angesehen. Ob auch alles wirklich funktioniert. Ne? Funktioniert halt einwandfrei. Sieht optisch natürlich sehr, sehr gut aus. Sollten wir das Ox-Inventar benutzen mit den ganzen Shops, dann müssen wir diese NPCs bzw. diese Marker dann ersetzen. Aber das ist klar. So, und hier haben wir noch einen großen Raum und ja, mit einem Tresen. Da könnte man auf jeden Fall einiges noch machen. Hinsetzen. Und ja, an sich sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Wenn wir das gute Stück dann ausgepackt haben, dann können wir das hier einfach kopieren. Einmal den Namen. Und gehen dann in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Anschließend gehen wir dann zurück und gehen in die Server-CFG oder in eine Extra-CFG. Und hier müssen wir das Ganze nur noch starten, speichern und schließen. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben die Map erfolgreich installiert. So einfach geht's und ihr seid somit durch. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this.